Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Sind Sie heute schon gefragt worden, wie geht es dir? Was antwortet man darauf? Ich kann jetzt immer meine App ziehen hier so. Smartphone, HealthMate oder wie das Ding heißt von Withings. Das zeigt mir dann die Prozentzahl an, wie gut ich geschlafen habe. Sagen Sie, was hat denn das zu tun mit der Frage, wie geht's dir? Kannst du das nicht so aus dem Handgelenk schütteln? Ich glaube, ich habe mich in der Vergangenheit relativ häufig selbst belogen. Weil seitdem ich diese App habe und meine Befindlichkeit abgleiche mit der Qualität meines Schlafes, weiß ich, dass das viel miteinander zu tun hat. Also, wenn ich den ganzen Tag über nicht richtig leistungsfähig bin, dann habe ich wahrscheinlich schlecht geschlafen. Wenn ich tagsüber eher schlechte Laune habe, dann habe ich wahrscheinlich schlecht geschlafen. Ja, wenn ich nachmittags schon denke, du musst dich mal hinlegen, Stündchen, dann habe ich wahrscheinlich in der Nacht davor schlecht geschlafen. Es gibt viele Gründe, warum man schlecht schläft, ne? Und wir alle wissen in diesen Zeiten sehr gut, dass es viele Ängste gibt, die allein schon dafür sorgen, dass man eine schlechte Schlafqualität hat. Man bleibt länger wach, liest noch das eine oder andere, guckt sich noch eine dusselige Talkshow zu viel an oder ein paar YouTube-Videos. Rucki-zucki ist es Mitternacht und danach. Und was dann noch vom Schlaf bleibt, das wird dann noch dadurch zerstört, dass man sich hin und her wälzt, dass man nicht einschlafen kann, dass es vielleicht zu warm ist, dass man vielleicht noch unnötigerweise Kaffee getrunken hat abends, dass man noch etwas gegessen hat, was nicht schlafförderlich ist und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt auch noch anfängt, sich mit irgendwelchen Pillen zuzuknallen, damit man dann besser schläft, ich weiß nicht, ob das hilft. Also früher ins Bett gehen, abends spät nichts mehr essen, Fernseher am besten gar nicht erst anmachen, von YouTube abends auch die Finger lassen. Und jetzt fragen Sie sich, wie soll es mir denn dann besser gehen, wenn ich diese ganzen Informationen nicht alle in mich reintue? Nun gut, also ich glaube, wir haben ein Jahr lang intensivst Informationen gesammelt, uns angeguckt, was die Menschen um uns herum so veranstalten. Und bei mir war bereits Anfang des Jahres der Entschluss da, jetzt muss ich endlich mal was für mich tun. Jetzt muss ich endlich mal raus aus der Frontlinie. Jetzt muss ich endlich mal checken, was sagt deine Gesundheit zu dir? Was musst du tun, damit du überhaupt alt wirst in dieser Situation? Und ich denke, es ist tatsächlich das Wichtigste überhaupt, dass wir in diesen aufregenden Zeiten einen guten Schlaf haben. Ich weiß nun noch nicht, wie ich dahin komme. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, aber ich gehe zu spät ins Bett. Ich esse zu spät. Und jetzt sagen Sie vielleicht, naja, da braucht man halt ein bisschen Willenskraft. Was tut der Raucher, um aufzuhören zu rauchen? Die meisten sagen, das ist halt eine Schwäche von mir. Was tut der Alkoholiker, um aufzuhören mit dem Saufen? Sagen, naja, also Alkohol gehört zu unserer Kultur, das muss schon hin und wieder mal sein. Und spätestens zum Geburtstag stoße ich wieder an. Und was soll ich dazu sagen, wenn ich abends nochmal an den Kühlschrank gehe? Es schmeckt mir? Oder vielleicht, das ist Stressbekämpfung? Ich bin da noch nicht so ganz durch. Aber was ich auf jeden Fall weiß, es gibt da noch ein paar Sachen, an denen man drehen kann, damit wir alle einen besseren Schlaf bekommen. Und wenn ich Gesundheitsminister wäre, ja, nur mal so hypothetisch, könnte ja sein, ich trete in die Basis ein, ja, die Basis gewinnt mit über 50% die nächsten Bundestagswahlen und sagt dann, hey Bormann, willst du nicht Gesundheitsminister werden? Und dann sage ich, okay,
Gute Idee. Was würde ich als erstes ändern? Ich würde den Leuten die Definition von Gesundheit der WHO vorlesen. Und dann wird auch ganz klar, dass wir alle erstmal angstfrei einen erholsamen, guten Schlaf genießen müssen, bevor wir kraftvoll in einen neuen Tag starten können, um dann mit anderen zusammen eine tolle Zeit zu haben. Ja? Und in diesem Sinne mache ich für heute mal wieder Schluss mit dem Video und wünsche Ihnen einen schönen Tag.